Am Ende ist meine Größe der Grund dafür, dass der Respekt fehlt. Ich traue mich einfach nicht, Gymnasiallehrer zu werden. Ich bin 1,94 groß und werde darauf regelmäßig angesprochen. Aminata hat neulich eine Frau getroffen, die ist ähnlich groß wie ich, 1,90 Meter. Und in den Kommentaren dieses Videos habt ihr euch gewünscht, dass wir sowas Ähnliches auch mal aus der anderen Perspektive machen. Also, wie ist es als Mann, klein zu sein? Deswegen treffe ich heute Markus, der ist 1,60 Meter und sagt, dass er quasi täglich darauf angesprochen wird und lange Zeit Angst hatte, dass er wegen seiner Größe vielleicht nie eine Partnerin findet. Also es gab halt den Moment dann mit 16, 17, wo man dann einfach gesagt hat, gut, dann ist Beziehung nichts für mich. Ich möchte heute herausfinden, ob das immer noch so ist und wie er sich mit seiner Größe fühlt. Ich habe eure Fragen natürlich mit dabei. Willkommen zu Follow Me Report. Wir sehen übrigens, dass ganz viele von euch regelmäßig unsere Videos gucken, aber den Kanal noch gar nicht abonniert haben. Macht das gerne mal. Hey, Robin. Markus, hallo. Hey, wie geht's dir? Ja, gut. Schön, dass du da bist. Warum bist du in einem Kloster? Ich mache einen Bundesfreiwilligendienst hier. Ich bin in der Öffentlichkeitsarbeit tätig. Und du wohnst auch hier? Genau. Etwas weiter hier hinten in der WG. Du hast dich ja bei uns gemeldet. Warum willst du über das Thema sprechen? Mir ist das wichtig, weil ich glaube, dass vor allem jüngere Menschen, die etwas kleiner sind, große Probleme haben. Hatte ich nämlich auch. Und da ich jetzt eigentlich ganz cool mit meiner Größe bin, habe ich gedacht, vielleicht hilft es, wenn ich darüber rede. Wirst du denn häufig darauf angesprochen? Ja, es vergeht selten einen Tag, wo es kein Thema Krass. Ist. Krass. Also wirklich jeden Tag ist es ein Thema? Eigentlich, wenn du in eine neue Gemeinschaft kommst, 100%. Also über die Probleme, die du hattest, so als, auch als du noch jünger warst, da wollen wir gleich noch intensiver drüber sprechen. Aber ich weiß nicht, willst du uns erstmal zeigen, wo du hier so lebst? Ja klar, gerne. Wie alt bist du? Ich bin 18 Jahre. Bist du wegen deiner Größe manchmal jünger geschätzt? Ja, definitiv. Was denken Leute, wie alt bist du? Das meiste ist 16 Jahre. Mhm. Aber es kommt halt auch vor, dass man mal sagt, 14, 12. Krass. Ist auch möglich. Was macht das mit dir, wenn Leute denken, du wärst 12? 12 ist schon heftig. Das passiert halt oft, wenn ich unter Kindern bin, weil ich viel mit Kindern arbeite. Also wenn du erst 18 bist, kann es denn sein, dass du noch wächst? Unwahrscheinlich. Also wenn, dann nicht mehr viel. Weil mir das ärztlich bestätigt wurde, dass meine Endgröße so ziemlich erreicht ist. Das heißt, du warst wegen deiner Größe sogar mal beim Arzt? Ich war unter Untersuchung sozusagen, aufgrund meiner Größe. Ach krass. Wie hat sich das angefühlt? Und als sie dann gesagt haben, hey, du wirst auch nicht mehr größer? Fand ich nicht cool, weil es halt dieses Ideal war, ne? Etwas größer zu sein, 1,80 mindestens. Hier wohnst du? Hier. Einmal rein. Danke sehr. Wie viel seid ihr hier insgesamt? Wir leben hier zu 8. Und dann esst ihr hier zu 8 quasi auch einfach. Genau. Ja, das ist zum Beispiel auch so eine Situation. Vielleicht für dein Verständnis, dass ich mich halt meistens hinsetze, wenn ich mit größeren Menschen rede, weil dann der Größenunterschied nicht so auffällt. Aber krass, dass dir das auch so bewusst ist, dass das. Mhm. Und dein Zimmer ist jetzt? Die Treppe rauf. Und das hier ist das Zimmer von Thomas und mir. Thomas ist großer League of Legends-Fan. Ja. Was sind so deine Hobbys? Theaterstücke schreiben, bin ich gerade in einem Stück dran. Wie ist das mit Sport? Ich sehe, du hast ja Hanteln liegen. Ja, genau. Weil ich hin und wieder auch Kraftsport mache. Ich leg dich mal wieder hin, die ist sehr schwer. Wir haben wirklich mehrfach die Frage bekommen, ob du dich irgendwie in deiner Männlichkeit eingeschränkt gefühlt hast. Es kommt drauf an. Es ist das Gesellschaftliche, was sie halt sagt, dass du nicht direkt männlich bist. Ich bin voll okay mit meinem Geschlecht. Und wenn die Gesellschaft mich nicht als männlich bezeichnen möchte, dann ist das okay. Wie ist das so mit deiner Kleidung? Ich weiß nicht, können wir mal deinen Kleiderschrank? Wir können gerne mal meinen Kleiderschrank reinschauen. Ist das schwierig, einkaufen zu gehen? Wir hatten ja jetzt gerade die Folge mit Aminata und einer Frau, die 1,90 Meter ist. Und die meint, das ist super schwierig, Kleidung zu finden für sie. Ja, das ist natürlich ein Unterschied bei großen Personen. Ich bin klein, das heißt, ich kann einfach in die Kinderabteilung gehen und kann Machst dann du das auch? Sachen kaufen. Zum Beispiel. Hast du denn in dem Schrank auch Kleidung aus der Kinderabteilung? Nö, ich habe tatsächlich nur die Kleidung, die ich in der Erwachsenenabteilung kaufen kann. Hab aber das recht bewusst so eingepackt, weil ich mich wohler fühle in der Kleidung. Das ist, Kinderkleidung fühlt sich recht unreif an. Ich meine, du bist 18, ne? Also ich meine, du bist ein erwachsener Mann. Ja, genau. Kannst Auto fahren, kannst Alkohol trinken, kannst in die Bundeswehr eingehen, aber musst deine Kleidung in der Kinderabteilung kaufen. Ja, das richtig. Ist schon krass. Ja. Das Schlimmste war tatsächlich für den Abiball einen Anzug zu finden. Weil krass. Ich kann ja nur in der Kinderabteilung suchen und die haben keine Auswahl. Das heißt, wenn da ein Anzug ist, dann musst du den auch nehmen. Wie ist das denn so in deiner Familie? Ich weiß nicht, wollen wir uns dazu hinsetzen? Dann können wir vielleicht. Ja. Wie groß sind denn deine Eltern? Gar nicht so viel
größer als ich. War das dann bei euch in der Familie Thema in irgendeiner Form, also so Körpergröße? Nicht wirklich. Wir haben das nie als Problem gesehen oder thematisiert. Klar hatte man als Kind immer Probleme mit seiner Körpergröße, besonders als man dann angefangen hat, das zu realisieren, dass ich kleiner bin. Wann war das? Wann hast du das zum ersten Mal so gemerkt? Das war, als ich in der 5. Klasse war. Und da habe ich das erstmal realisiert, okay, ich bin kleiner. Guck hier. Stehen wir in einer Gruppe, wir sind alle gleich alt. Ja, es sieht ja wirklich so aus wie ein, zwei Klassen übersprungen. Ja, genau. So, ja. Dementsprechend wurden dann von den anderen Sprüche gemacht. Und da hat dann auch meine Mutter mir sehr geholfen dabei und mein Vater dann zu sagen, hey, egal was die Menschen sagen, es interessiert nicht, wie klein oder groß du bist. Also was waren das denn für Kommentare, wenn du drüber reden möchtest? Sprüche wie, guck mal, ich kann dir auf den Kopf spucken. Der kam tatsächlich sehr oft. Und also was hat das mit dir gemacht? Diese Kommentare haben mich dann für einen Tag begleitet. Ich bin dir nicht losgeworden und ich habe mir die ganzen Gedanken darüber gemacht, warum das jetzt so wichtig ist und warum das vor allem so falsch sein sollte. Wie ist das denn so mit Freunden? Also du lebst ja hier mit vielen Leuten auch zusammen. Ja, also ich habe 7 sehr, sehr tolle Menschen hier kennengelernt, mit denen ich zusammenlebe, die auch mir sehr geholfen haben, meine Größe einfach so anzunehmen. Wollen wir die? Ja, es ist gleich Mittag. So, wir könnten zum Beispiel zum Mittagessen gehen. Ja, cool. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, zu sagen, ich gehe in ein Kloster? Weil Glaube ein voll wichtiger Grund war oder eine voll wichtige Rolle spielen sollte in meinem Bundesfreiwilligendienst. Würdest du sagen, der Glaube spielt auch so mit deiner Größe und du meinst ja vorhin, du hast das irgendwann so akzeptieren gelernt. Ja, ich wusste, okay, ich bin so gemacht worden und das hat einen Grund. Von Gott, also würdest du sagen, genau. Gott hat dich so groß gemacht, wie du bist? Gott hat mich genau so groß gemacht, wie ich bin und deswegen muss das einen Grund haben, den ich vielleicht noch nicht kenne. Würdest du sagen, dass deine Größe auch positive Sachen hat? Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich war einmal sehr froh, dass ich sehr groß bin. Ich bin nämlich unter anderem ausgemustert worden, weil ich nicht in einen Panzer gepasst hätte. Ja, definitiv. Also es hat auch Vorteile. Allein die praktischen Vorteile, dass man einfach mal, wenn man Lust hat, verschwinden kann. Das geht nicht einfach, wenn man größer ist. Mich sieht man immer, ja. Überall. Das ist der Freiwilligentisch dort. Hallo. Robin, hey. Ja, cool. Haben wir noch 2 Plätze frei? Als ihr euch kennengelernt habt, ist euch die Größe von Markus, ist das aufgefallen? Ja. Ja. Ist das einfach ja. Und habt ihr ihn darauf angesprochen? Nee. Du meinst ja, wenn du in neue Gruppen kommst, wird das eigentlich oft angesprochen? Ja, ich nenne keinen Namen. Also aber einer von den Leuten hier war's. Möchtest du ihn vielleicht doch sagen, den Kommentar? Der Kommentar war, den könnt ihr haben, der ist mir zu klein. Also dass du dich da wirklich noch dran erinnerst? Ja. Schon, es hat dich auch irgendwo berührt. Solche Kommentare sind dann halt immer erstmal krass. Wie findet ihr das, dass wir überhaupt jetzt gerade so eine Reportage darüber drehen? Also ich finde es total wichtig, weil man eben noch in der Gesellschaft merkt, dass man anders behandelt wird, je unterschiedlich halt wie groß man ist, weil ich halt relativ groß bin und wir im Prinzip genau das gleiche Problem haben, nur umgekehrt. Wie groß bist du genau? 1,84. Und ihr so? 1,70. Und ich habe auch beim Tanzkurs wollte ich mal mitmachen und da habe ich halt eben gemerkt, dass viele Mädels halt eben größer waren, aber wenn man halt eben dann kleiner ist, war es dann immer irgendwie, wollten sie dann auf einmal nicht mehr, wodurch ich halt eben dann auch keinen Tanzkurs machen konnte, weil ich halt eben keinen Partner gefunden habe. Krass. Kriegt ihr das mit, dass hier andere Gäste oder sowas auch die Größe ansprechen? Weil du meinst, es passiert ja eigentlich jeden Tag, dass jemand irgendwas dazu sagt. Doch, man sitzt manchmal auf dem Gelände, wenn er wieder Flyer austeilt oder so und sich dann mit jemandem unterhält, dann ist es schon ab und zu mal ein Thema, was man so am Rande mitbekommt. Voll schwierig, damit umzugehen, weil eigentlich müsste man wirklich ganz ernst bleiben und sagen, okay, den Kommentar fand ich jetzt unangebracht, aber versucht das mal. Dann in dem Moment einem dir fremden Menschen gegenüber dieses Feedback zu geben. Das halt mehrmals pro Tag oder mehrmals in der Woche, ist halt schwierig. Wie ist das so mit dem Dating? Habt ihr das Gefühl, dass das so ein Thema ist? Es wird halt öfter zu mir gesagt, ja, es ist ja total schwierig für dich dann später einen Partner zu finden, weil du so groß bist. Und ja, wenn das halt immer wieder gesagt wird, dann geht man halt selber irgendwann davon aus. Was macht eine Dating-Seite? Dating-Seite nicht, eher über Social Media dementsprechend dann. Und dann ist es halt so, dass sobald das Thema Größe zur Sprache kam, wenn man Online-Dates jetzt hatte, man eigentlich schon mit der Person abgeschlossen hat, weil man wusste, sie wird dich sowieso jetzt abgeben, weil du zu klein bist. Und hast du Lust,
dass wir noch mal ein bisschen in die Stadt gehen, vielleicht jetzt über Dating gesprochen, vielleicht eine Bar oder so. Ja, tschüss. Ich finde es extrem seltsam, dass er im Alltag so viel immer noch damit konfrontiert wird, dass Leute bei der Arbeit ihn ansprechen, regelmäßig. Dass es im Dating-Thema ist, das hätte ich ehrlich gesagt erwartet. Und da bin ich auch sehr gespannt, was er mir jetzt noch erzählt, wie es im Dating ist. Und schreibt ihr mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr gerne größer wärt, kleiner wärt, seid ihr zufrieden mit eurer Größe? Alles unten in die Kommentare reinschreiben. Also gibt es denn Situationen, die du aktiv meidest, weil du weißt, deine Größe wird da ein Thema sein? Früher habe ich Spaziergänge zum Beispiel gemieden. Aktivitäten, wo man nebeneinander gelaufen ist zum Beispiel. Okay. Ich habe Sportaktivitäten gemieden, wie Basketball zum Beispiel, weil da halt auch die Größe eine Rolle spielt. Wir hatten noch eine Frage aus der Community, yeah. Ob du das Gefühl hast, dass du weniger respektiert wirst. Ich habe ja vor, Grundschullehrer zu werden. Okay. Und ich habe da schon viele Praktikas gemacht. Mhm. Da wurde halt schon sehr oft kommuniziert, dass die ja fast so groß werden wie ich und wie kann ich dann ein Lehrer sein. Und trotzdem habe ich deswegen das Grundschullehramt gewählt und nicht das Gymnasiallehramt, weil ich traue mich einfach nicht, Gymnasiallehrer zu werden. Ich weiß nicht, wie die Kinder reagieren werden. Das ist ja wirklich eine Entscheidung so für dein Leben, so zu entscheiden, so, was ist der Karriereweg, den ich einschlage. Mhm. Wie du sagst, es ist ein Job fürs Leben und am Ende ist meine Größe der Grund dafür, dass der Respekt fehlt. Und dem will ich mich nicht aussetzen. Das ist das, wo dich deine Größe bisher am meisten beeinträchtigt hat, wenn man das so sagen kann, also beim Beruf? Ja, also es gibt natürlich noch diesen großen Bereich des Datings. Wie ist es denn bei dir so mit Dating bisher? Hat da deine Größe schon eine Rolle gespielt manchmal? Immer. Immer? Immer. Wenn ich Online-Dating gemacht habe und die Größe zur Sprache kam, dementsprechend war es tatsächlich in 3 von 3 Fällen, dass es abgelehnt wurde. Krass. Hast du noch so im Kopf, was die gesagt haben? Naja, es entweder, es geht nicht, dann bist du zu klein für mich. Oder sehr offensichtlich oder sehr auffällig wurde dann einfach der Kontakt abgebrochen, nachdem die Größe zur Sprache kam. Wie hat sich das denn angefühlt für dich, dass dich jemand quasi einfach nur basierend auf deinem Äußeren quasi ablehnt? Das erste Mal war es ziemlich heftig, da ich das überhaupt nicht einordnen konnte. Also es gab halt den Moment dann mit 16, 17, wo man dann einfach gesagt hat, gut, dann ist Beziehung nichts für mich, dann werde ich halt keine Beziehung haben. Aber einfach wirklich nur wegen deiner Körpergröße hast du gedacht, so, dass es keiner will mich? Mhm, genau. Aber heißt das, dass du noch nie ein Date hattest? Doch. Ich hatte Dates mit einer Person vor einem Jahr. Und da habe ich wirklich positive Erfahrungen gemacht, wofür ich unglaublich dankbar bin, dass diese Person letztendlich mich einfach annehmen konnte, wie ich bin, obwohl sie größer war. Wie viel größer? 20 Zentimeter. Das war schon einiges. Also mit 1,80 auch eine große Frau dann. Mhm. Hattet ihr das Gefühl, dass Leute euch dann auch komisch angucken? Den größten Unterschied, wenn ihr so spazieren geht oder tanzen geht oder so? Ja, also wenn man so zusammen sieht, ist es nicht das gesellschaftliche Klischee. Und das finde ich cool, dass letztendlich wir da so ein bisschen dieses Klischee, diese Stereotypen gebrochen haben oder brechen konnten. Gibt es da schon Momente, wo es schwieriger ist? Also keine Ahnung, beim Küssen oder so, dass man irgendwie... Ja, du musst dich dran gewöhnen, dass du dich halt auf Zehenspitzen stellst und sie sich runterbeugt. Es ist schön, dass man diese Beziehung hat. Und wenn man dann halt mal sich hochbeugen muss oder runterbeugen muss, ist das überhaupt kein Problem, weil der Moment oder diese Gefühle einfach stimmen. Wie würdest du denn sagen, geht's dir mit deiner Größe heute? Heute bin ich völlig okay mit meiner Größe. Ich werde nichts mehr daran ändern wollen, denn in jedem Bereich, in dem er mich gestört hat, habe ich gemerkt, es gibt auch andere Erfahrungen. Vielen, vielen Dank, dass Gerne. Du uns heute mitgenommen hast. Ja. Ich freue mich, das hat viel Spaß gemacht. Als wir für dieses Video nach Fragen im Community-Tab gebeten haben, haben ein paar von euch auch geschrieben, hey, macht das doch nicht zum Thema, ihr macht es dadurch doch erst zum Problem. Und ich finde, das Video heute zeigt, dass das nicht so ist. Es ist einfach krass, dass jemand wie Markus als Teenager quasi Beziehungen schon für den Rest seines Lebens abschreibt, weil er ihm so viel Ablehnung begegnet und dass ihm bis heute täglich irgendwelche abfälligen Kommentare über seine
Größe begegnen, auch wenn sie nur als Witz gemeint sind. Deswegen bin ich sehr froh, dass er so ein starker, selbstbewusster Mensch ist, für den das heute kein Problem mehr ist. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon mal sowas hattet, wo für euch was an eurem Aussehen oder auch an eurer Größe ein Problem war. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Und hier drüben findet ihr die Folge mit Aminata und Nathalie. Nathalie ist 1,90 und wird wie Markus täglich auf ihre Größe angesprochen. Und hier unten ist eine Folge True Doku mit einem Paar, das auch sehr selbstbewusst mit seinem Größenunterschied umgeht.